sitzen jetzt auf jeden Fall mit 17 Leuten in einem Zweisitzer. Ui, was geht hier? Let's go to IKEA. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye bye, now you're gone. Look, the cat is in the cradle, but you are moving on. Guess I had to. Hey Leute, willkommen zu Drew's Vlog. Wir sind hier gerade in IKEA und holen uns ganz viel IKEA-Stuff. Was passiert denn da? In the cradle, but you are moving on. Guess I had to see you later. Oh yeah, right now there's something in the air. This could be happening, so come on, take it out. Ja, das ist eine Lampe, Bau. Hi, hi, everybody, move your body, sing. Remember my name. Okay. Ja. Du hast gesagt, ich soll sagen, dass wir hier auf unser Kram warten. Felipe macht hier noch dieses Lichtsystem, damit es richtig geil aussehen wird. So, check mal ab. Zack. Sieht nice aus. High five. Dankeschön. Der Felipe hilft mir gerade hier bei der Verkabelung, weil ich selber keinen Plan habe. Jimmys Bruder. Und Rob ist einfach weg. Und da ist meine Mama. So Leute, ich präsentiere euch meinen Arbeitsplatz. Ich bin noch ganz stolz, das Poster vom Film meines Bruders. Hier sind die Kostüme alle drin. Haben wir jetzt Lampen, Mike? Links, drückst du drauf. Ah! Very nice. Oh mein Gott. Und man kann direkt aufladen, hier im Schrank. Wir haben Post bekommen. Ja, würde ich mal sagen. Aufbauen. Pack mich. Yeah. Ah. Boah. Yo, das ist unser erstes Unboxing. Einem guten Büro darf eines nicht fehlen, und zwar gute Stühle. Dafür stehe ich in meinem Namen. Um unser eigenes kleines Büro zu vervollständigen, haben uns Need for Seat Stühle geschickt. Wie sitzt es sich auf den Stühlen? Optimal. Check das mal ab. Also wenn ich so schneide und so denke, hey, ich mache ein kleines Nickerchen, alles klar, mache ich so, boom. Was mache ich? Ich kann hier pennen, Alter. Das ist ja wirklich. Aber Riesendank auch von unserer Seite aus an Need for Seat. Check die Infobox ab, falls ihr euch für die Stühle interessiert. Diese Woche haben wir auf jeden Fall in diesem neuen Büro gearbeitet und es macht einfach viel mehr Spaß. Wir haben hier oben, wie ihr sehen könnt, einen weiteren Bildschirm, worauf wir von allen PCs drauf streamen können. Das heißt, wenn wir uns gegenseitig was zeigen wollen, müssen wir eigentlich nur auf einen Knopf drücken, dann wird es direkt da oben eingeblendet. Da kann es direkt jeder sehen und jeder kann auch direkt helfen. Wir haben noch einen Wasserspender, ohne Wasser. Wir haben auch noch richtig frische Lampen, damit wir abends noch ein bisschen weiter arbeiten können. Rob hat eine Golden Camera, Bro. Fühlst du dich jetzt cool damit? Nee, doch. Das, wie oft kommt mein Video auf diesem Kanal? Einmal im Monat. Und dieser Monat ist wieder um, deswegen melde ich mich gerade wieder. Es ist so traurig, dass ich das sagen muss. Wir versuchen es ja eigentlich, Leute, wir wollen öfters Videos hochladen, aber es funktioniert nicht, weil diese Projekte, die wir sonst auf dem Hauptkanal machen, einfach viel zu aufwendig sind. Heute wird ein ziemlich interessanter Tag, denn wir werden heute nur basteln, bauen, kleben, alles, was der Emre sonst in seinen Videos immer macht. Heute fahren wir in den Baumarkt, Toys R Us. Heute wird ein cooler Tag. Jo Leute, hier ist auf jeden Fall Team Italy. Wir haben es gesplittet und bisher haben wir nur so ein paar Scharniere gefunden. Mit den Scharnieren kann nachher vielleicht eine Kugel drauf rollen. Wer weiß. Mal schauen, was wir daraus basteln können. Mal gucken, was wir noch anderes hier ganz spontan im Baumarkt finden. See you later, Alligator. Wir haben uns gerade aufgeteilt. Ich bin gerade hier im Marius Team. Genau, wir haben schon ein paar Sachen gekauft jetzt und es geht weiter. Team gefunden, und zwar das Falco-Team, das Italy-Team. Was habt ihr? Wir habt ja schon so ein paar Bretter gekauft. Genau. Das ist cool, ja. Ist kaputt. So, und zwar haben wir was Neues gefunden, und zwar Schienen. Mit Schienen können wir, glaube ich, nachher wirklich eine Bahn bauen, wo so eine Kugel entrollen kann. Mal gucken, wie wir das Ganze nachher umgesetzt kriegen. Was geht eigentlich bei den anderen so? Das Ding wäre geil, aber kostet 112 €. Aber guck mal, generell ein Reifen einfach, der so rollt. Aber es ist ein teurer Reifen. Wir können mal so billigeren suchen. Alles klar. So Leute, das ist unsere Ausbeute. So, wir suchen jetzt mal die anderen Leute und gucken, was sie noch haben. Und ich glaube, dann war es das. Dann gehen wir in den nächsten Laden. Wir haben noch Team Felipe gefunden. Yo, das ist cool. Das mit dem Föhn.
Erstmal spannend zu sehen, was ihr gekauft habt. So, ist auch cool, ja. Ben, wir haben 25 Kilo Sand gekauft. Sand? Ja. Ach, dann fließt es so runter. Riesel. Ah, ihr habt hier einen Trichter, perfekt. Hier, und wir haben auch hier so geil. Fahrrad, Radkappe. Nee, nicht Radkappe. Das ist krass, wir haben alle nicht so dasselbe gekauft. Ja. Ne? Das hab ich schon. Wir haben gerade einfach gefragt, ob wir diese Kartons mitnehmen können, weil die wahrscheinlich niemand mehr gebrauchen wird. Leute, wir gehen jetzt ins Toys R Us. Wir sind gerade in die falsche Richtung gelaufen. Ist ja mega stark. Ich weiß nicht, was dieser Rob vorhat. Das ist sehr eklig. Ich will auch eins probieren. Was hast du getan? Hat er mal Millennium Falcon gekauft? Ich habe so Bock, den aufzubauen, aber erstmal mit dem Video gedreht. Oh shit. Jetzt geht's los, ey. Alter, weiß ich nicht. Ich bin das eigentliche Model hier, was soll das? Ja! John, freut mich, dich wieder zu sehen. Mich auch. Der Master. Und nimmst du dich die ganze Zeit auf? Da muss er noch rangehen. T-Bay. Ich muss gleich einen Backflip machen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Leute, wir machen hier gerade ein paar Slow-Mo-Beauty-Szenen mit der Julin. Ja, das muss ich haben. Dann hat mein Arzt so mein. Yes! Ey, was ist das mit deinem hässlichen Arm, Alter? Letzten Nebenwirkung von meinem Sonnenbrand. Was sagt der Drew? Du musst da ein bisschen allerlei der Beda drauf tun. Und die Zuckerhut vielleicht. Yeah. John wettet, dass er diese Kastanie aufmaßen kann, ohne dass das wieder runterfällt. Ja, ich halt dagegen. Top, die Wette gilt. Eine andere Kastanie gewesen. Natürlich. Ja. Natürlich. Lass mal so. Ich komme mir so vor, als hätte ich etwas Neues entdeckt irgendwie. Ah, ich. Riech. Okay, Wette ist, dass ich dieses Blatt auf den Kick kann. Welches? Das? Das Blatt. Das? Das? Ohne aufgewärmt. Wenn es dir wie gefallen hat, lass keinen Daumen nach oben, sondern Feedback würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpasst wollt, abonniert meinen Kanal. Könnt ihr auch auf den sozialen Netzwerken folgen. Link unten in der Beschreibung. Mein letztes Video verlinke ich euch in der Endcard. Wir sehen uns im nächsten Video.